Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht die DJI Power 500. Und dann würde ich sagen, geht's weiter nach dem Intro. Ja, ich habe leider nur die DJI Power 500 Powerstation. Und die Frage ist, kann sie Powerstation? Aber das klären wir im Detail. Man kennt es hier aus dem Drohnenbereich, DJI. Das ist hier das Mic 2, beziehungsweise Mic 1 gibt es ja auch, das können die. Aber wir packen das erstmal gemeinsam aus. Die 500er hat 512 Wattstunden und die Power 1000 hat 1024. Die ganzen Zubehörteile und ähnlich schreibe ich euch alles in die Videobeschreibung rein, aber wir packen es jetzt erstmal gemeinsam aus. Das Schöne ist, die ist nur in diesem einen Karton, nicht noch ein zusätzlicher Karton wie bei anderen oder bei manchen, nicht bei allen. Lieferumfang ist leider etwas bescheiden, aber das ist na klar Ansichtssache. Na, das wollte hier wohl nicht aufgehen, so, haben wir das. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Kaltgerätestecker, 230 Volt. Bedienungsanleitung. Ja, ein Beutel für Entfeuchten. Ja, das war schon ein Lieferumfang. Und wir sind auch draußen. Und egal, ob nun die Power 500 oder auch die Power 1000. Man kann auch drauf stehen, also so wie ein Tritt oder wie eine Leiter, aber nur bis 100 Kilo belastbar. Haben circa 4000 oder bis zu 4000 Ladezyklen. Ja, schmeißen wir mal den Karton weg. Und dann öffnen wir das Ganze mal. So sieht sie aus, die gute. Ich hoffe, die gefällt. Also die ist schön. Hier unten ist es gummiert. Zweimal 230 Volt, zweimal USB-A und zweimal USB-C. Maximale Leistung je USB-C 100 Watt. Und die haben auch eine Besonderheit. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Soll relativ leise sein. Ist nicht mit der App steuerbar. Also gibt es auch nicht dafür. Und dann wollte ich sagen, mach sie mal an. Ich hoffe, da ist ein bisschen was drauf. Man kann sie, hört sich fast an wie eine Drohne. Man kann sie über 230 Volt, Zigarettenanzünder oder Solar. Maximal 300 Watt mit maximal drei Modulen. Da komme ich auch noch hinzu. Hier ist der Anschluss. Hier ist der 230 Volt Anschluss und hier ist der Anschluss für den MPPT-Modul, für das MPP-Modul. Ich kann kein Solarpanel direkt anschließen. Das finde ich schade. Das heißt, ich muss mir so ein MPPT-Modul extra kaufen dafür. Aber wie gesagt, das verlinke ich euch bzw. schreibe ich euch in die Beschreibung, was alles einzeln kostet. Die USB-C-Anschlüsse, maximal 100 Watt. Bei der Power 500 haben die noch eine Option mehr. Ich kann auch die Powerstation hier drüber laden mit zweimal USB-C, aber in maximal 200 Watt. Das ist bei der Power 1000 nicht möglich. Und bei der Power 1000 gibt es extra noch eine Halterung oder so ein Schraubgewinde, wo ich diesen MPPT-Modul, die können ja maximal zwei, die haben nämlich... Die 1000er hat zwei Buchsen davon. Aber ist das trotzdem eine Powerstation? Ich sage ja. Auch wenn ich das für diesen Preis schade finde, dass ich kein Solarmodul extra anschließen kann. Ich muss
Oder nicht direkt? Ich finde es schade, dass ich kein Solarmodul direkt anschließen kann, sondern ich brauche dieses Modul. Anders geht es nicht. Dieser Anschluss hat noch eine Option mehr. Ich kann auch wieder Zubehör, die Drohnenakkus schneller laden, bis zu 50%. Das finde ich schon mal nicht schlecht. So, macht sonst einen sehr hochwertigen Eindruck, wie alle DJI-Produkte davon abgesehen. Ich habe jetzt hier ca. 52%. Ja, das ist jetzt auch schwer zu sehen durch das Sonnenlicht. Jetzt habe ich den AC-Ausgang angemacht. Jetzt wieder ausgemacht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier habe ich die Möglichkeit, ob ich langsam laden möchte oder schneller laden möchte. Ansonsten gibt es keine weiteren Optionen. Ist, wie ich schon erwähnte, ich habe keine App-Steuerung. Das ist, was ich persönlich schade finde. Das ist na klar meine persönliche Meinung. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe zum Vergleich die Delta Mini mit 882 Wattstunden. Die hatte nur 512. Ausgangsleistung bei den 230 sind 1000 Watt. Hier habe ich mit der X-Boost-Funktion 2400 Watt. Aber auch nur eine X-Boost-Funktion. Hier habe ich na klar mein, ich drehe das mal um, gleich mein Anschluss für das Solarmodul, was ich na klar schöner finde. Und zum Vergleich zur EcoFlow, die River Pro, die auch mit 512 Wattstunden hat, die hat na klar schon den Anschluss für ein Solarpanel oder Modul. Aber das muss na klar jeder für sich selber entscheiden. Trotzdem finde ich das gut und war auch nur eine Frage der Zeit, bis DJI selber eine Powerstation rausbringt. Die würde ich empfehlen für kleinere Sachen. Die Power 1000, wenn man klar mehr machen möchte und auch eine höhere Ausgangsleistung für die 230 Volt Steckdosen haben möchte. Bei der Power 1000 sind die USB-C mit 140 Watt, die nur mit 100 Watt. Ja, sonst gibt es eigentlich auch nichts mehr viel zu erwähnen. Macht einen soliden, tollen Eindruck. Und ja, ich kann sie empfehlen. Trotz keiner App-Steuerung, trotz, dass ich einiges an Zubehör kaufen muss. Aber ich vermute mal, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass der Preis noch dafür ein bisschen fallen wird. Sage ich jetzt mal so. Und dann würde ich sagen, soll es das ja auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Euer Tech-Dich. Ciao, ciao. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch. Liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech-Dich.